Hi Kurt, schön dich zu sehen. Du hast dich ja schon richtig in Schale geschmissen. Was haben wir heute vor? Ja, vielleicht kann man das an der Kappe schon so ein bisschen erkennen, weil da steht sowas wie Stay Safe, 6.0, safe.go. sagen wir mal. Also ich habe mich in Schale geschmissen, weil ich glaube, es gibt was zu feiern. Wir haben ganz viel Arbeit in den letzten Monaten gehabt und uns ganz arg vorbereitet auf den Moment, den wir jetzt genießen dürfen. Und ja, vielleicht willst du ein bisschen mehr erzählen. Du, auf jeden Fall, lass einfach mal schauen, denn mit Safe 6.0, die letzten Safe-Versionen waren ja immer schon große Veränderungen. Während des letzten Jahres wurden ja schon ganz viele Artikel im Hintergrund vom Oh ja. Skeletor, vom Big Picture quasi aktualisiert. Deswegen haben wir Wow. auch angefangen mit unserer Reihe hier, die neuen Artikel willkommen zu heißen. Lass mal schauen, wir haben da ja was vorbereitet. Und Oh, zwar, wow. da ist eine ganze Menge passiert und das werden wir auch hier in dem Video heute gar nicht alles klären können, sondern da machen wir noch Folgesessions zu. Aber erstmal Neues aus dem Safe-Universum, Safe 6.0. Und da zoomen wir mal rein, Ja, mach doch mal. was es damit auf sich 6.0. hat. Das heißt, von der 5.1 springen wir jetzt auf die 6.0. Warum? Warum? Warum denn das? Warum diese große Veränderung? Ich glaube Ja. einfach, weil es an der Zeit ist. Hier haben wir auch schon ein bisschen Ja, unterschieden, genau. unterstrichen. Und der Grund ist so ein bisschen, die Welt hat sich in den letzten 2, 3 Jahren ja auch einfach deutlich nach vorne geändert oder einfach verändert, sagen wir es mal so. Und natürlich durch die Pandemie war ja ein bisschen so wie so ein Brennglas auf die Entwicklung, die eigentlich schon davor passiert sind. Und es hat sich einfach in vielen Organisationen, in vielen Unternehmen sehr viel geändert. Absolut, genau. Ich meine, das sehen wir ja schon an der Art und Weise, wie wir das hier präsentieren. Das ist ein Miro-Board. Sowas gab es vor der Pandemie vielleicht auch schon, das hat aber keiner gekannt. Ja. Und ja, es hat sich ganz, ganz, ganz viel verändert. Und gleich im zweiten Absatz steht ja auch sowas: For thousands of global organizations and government agencies, SAFE become the integral for adapting to change. Und das ist ja schon eine starke Bemerkung und ich glaube, man kann die aber ein bisschen unterstreichen, weil wenn du mal kurz nach links gehst und wir gucken uns mal das hier an, dann sieht man da die Nutzung von skalierten, agilen Werkzeugen und da ist SAFE mit 53% weit vor sowas wie Scrum at Scale oder Scrum of Scrums oder Less, ja, der Ja, Führer, der Marktführer, oder? das stimmt. Ich erinnere mich vor der Pandemie, vor 3 Jahren, hat mich ein Kunde angeschrieben, den ich 2014 begleitet hatte. Und da haben wir auch so überlegt, naja, was hat denen jetzt safe gebracht? Und ein Kommentar, den die gesagt haben, war, oder die er gesagt hatte, war, ohne safe als Basisstruktur hätten die diese Veränderungen, die vor denen lagen, nicht geschafft. Und genau das Gleiche habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten öfter von aktuelleren Kunden gehört, dass Safe, also dass diese Struktur, diese Skalierung der Agilität, die einfach sehr schön durch die Pandemie dann halt auch begleitet hat und ermöglicht hat, dass sie einfach so erfolgreich waren in den letzten 3 Jahren. Ja, genau. Und das setze ich ja hier auch nochmal ein bisschen fort. Da wird ja davon geredet, dass es für Starter, ja, also für Unternehmen, die jetzt dann mal damit anfangen, das ganz klar ist, ja, also es gibt dieses Probenwerkzeug und man kann das halt auch wirklich einsetzen. Also damit mit dem Starter ist jetzt kein Start-up gemeint, sondern eher ein Konzern, der jetzt überhaupt erst wirklich ernsthaft, also das muss man ja auch nochmal unterscheiden, ernsthaft Agilität einsetzen will. So die ersten Versuche haben ja eigentlich alle gemacht. Aber wie es halt so ist, ja, wenn du ein oder zwei Teams hast von, sag mal, 1.000 Mitarbeitern, dann ist es nichts. Ja? Das ist einfach nichts. Und deswegen, glaube ich, muss man das auch wirklich zu Ende denken. Und das steht ja da auch, ne? That entire organization needs to work with the same lean agile mindset and practices. Und ich glaube, dafür ist Safe halt auch wirklich gut. Das kann man mit Safe hinkriegen. Ja, und das hier wieder auch, passt auch hierzu, denn die neue Tagline ist ja so ein bisschen Work differently, build the future. Und damit ist ja auch so, geht einher, es Oh werden ja. immer wieder neue Sachen kommen, die Ja. Emerging Technologies mit AI, Big Data in Cloud. Und das Scaled Agile Framework versucht da einfach so ein bisschen die Basis, das Betriebssystem zu sein, um da natürlich diese neuen Technologien einzusetzen und quasi immer mit dem Fokus auf Beschleunigung des Flows of Value und das Liefern von messbaren Business Outcomes, also von Ja. Ergebnissen. Absolut.
Und da sieht man auch wieder, ne, das sind Begriffe, die ja auch wirklich die Welt nochmal verändern werden. Das ganze AI-Thema, Big Data, Cloud, wenn es nicht die Welt schon verändert hat, dann wird es das zunehmend tun. Also die Wirkungen, die das auf sowas wie eine skalierte Zusammenarbeit hat, die sind enorm. Ja, also auch, ja, auch von der Seite. Also wir haben jetzt nicht nur das Thema Corona gehabt, das von eine Außenwirkung erzeugt, sondern wir haben auch neue technische Treiber. Und deswegen war es sicherlich eine sehr, sehr gute Idee, den Sprung von 5.1 jetzt auf eine 6.0 zu machen. Also, say hello to safe. Say hello to safe. 6.0, sehr schön. Sehr schöner Bildausschnitt hier. Und da ist es, da ist das Big Picture farblich ein bisschen geändert. Aber ja, ich glaube, die Farben sind Geschmacks. Für mich sind Farben natürlich total wichtig. Aber man erkennt es schon wieder. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es ganz anders wäre, aber... da tauchen schon auf, ist es aufgeräumter, nochmal aufgeräumter, es tauchen neue Elemente auf, ne? Also sowas wie Cloud, ne? Taucht da unten rechts, sieht man das ein bisschen, ne? Da tauchen Dinge auf, die dann auch neu verortet sind und es wurde insgesamt nochmal ein bisschen aufgeräumt und ich glaube, wir haben das unter sechs verschiedene, ich sag mal, Strukturelemente gepackt, die wir ja uns auch dann die nächsten Sessions über angucken wollen. Vielleicht gehen wir die nochmal ganz kurz durch und dann haben wir eigentlich auch die Klammer auf schon gemacht, oder? Ja, lass uns angucken. Das erste ist Strengthening the Foundation of Business Agility, sprich Agilität, Lean, DevOps, System Thinking, waren immer schon die Basis eigentlich für das Scalable Framework und das wurde jetzt einfach nochmal gestärkt, auch ein bisschen gestreamlined und damit quasi dieses Thema. Man sieht es am Big Picture oben ja schon, ne? Also früher stand da in der alten Version einfach nur Business Agility, langweiliger Text. Jetzt haben wir da einen Values drin, guck, also da passiert etwas, wo man sagen muss, diese Selbstähnlichkeit, die ja in Safe schon immer eingebaut ist, die zieht man jetzt hoch bis in die Business Agility. Ja? Das heißt, also auch da wird es um Wertströme gehen und das ist ein sehr, sehr spannender Artikel, den werden wir uns ja auch die nächsten Tage angucken. Ja. So, dann nächster, Empowering Teams and Clarify Responsibilities. Auch da, wunderschön. Wir springen mal vom Enterprise zurück in die Teams, ja, weil das sind die Building Blocks und auch da sind sie nochmal hergegangen und haben da ganz viel Klärendes reingebaut, nochmal die Zusammenarbeit Richtung Scrum, Richtung Kanban, ein bisschen genauer auseinandergenommen, auch das Thema Business and Technology Teams nochmal genauer formuliert. Also wunderschöne, man könnte schon fast sagen im Detail, aber das ist nicht im Detail, Strukturelemente, didaktische Elemente aufgebaut, werden wir dann sehen, ja, also auch wunderschön. Das Schöne hier auch, es wurde gar nicht versucht, das Thema abzugrenzen der Verantwortlichkeiten, eigentlich, sondern sehr schön zu schauen, wo sind eigentlich die Überlappungen, das hatten wir in unserem letzten Video ja auch ein bisschen auseinandergenommen oder zusammengenommen. Und du darfst jetzt das machen, was ich für den zentralen, für den zentralen Change halte, den man auch sieht. Ein sehr wichtiger Change hier ist das Thema Accelerating Value Flow. Und wenn man hier rüber schaut auf das Big Picture, dann sieht man eigentlich überall diese wunderschön angedeutete Welle, die eigentlich das Thema Flow und Value Flow auf allen Ebenen des Scaled Agile Frameworks eigentlich jetzt sehr stark in den Vordergrund geht. Es wird Team Flow, Art Flow, Solution Train Flow und Portfolio Flow und ganz viele Artefakte, ganz viele Verantwortlichkeiten, ganz viele Events und auch Prinzipien im Hintergrund drehen sich um das Thema Value Flow. Ja, da passt auch meiner Meinung nach ganz schön dieser Change. Früher hat man immer gesagt, warum führt man Safe? Wegen Time to Market. Und heute, also wenn man mal ein bisschen dann schaut in Wikipedia, dann gibt es inzwischen einen alternativen Begriff für Time to Market, nämlich Time to Value. Da finde ich auch wieder sehr schön, weil es geht um Value Flow. Ja? Also das heißt, auch das zeigt das so ein bisschen, wo da die Reise hingeht. Ja, freue ich mich auch schon sehr auf die Session. Absolut, ich auch. Gut, der vierte Punkt wäre Enhancing Business Agility with SAFe across the businesses. Ne? Also was ich oben schon so ein bisschen angedeutet hat über Strengthening the Foundation of Business Agility, das taucht jetzt hier nochmal unter einem anderen Aspekt auf oder einer anderen Perspektive auf, nämlich diese Business Agility weiter zu stärken, indem man wirklich SAFe
überall einführt in einem Enterprise. Also wirklich ganz einfach. Früher hat man mich immer gefragt, du, wenn wir agil einführen, wo kann man das überall nicht einführen? Ne? Wo muss man denn unbedingt und wo nicht? Muss man, ja. Vor 3 Jahren schon gesagt, du, weißt du was, wenn ich umziehe hier, Möbel raus, rein, das mache ich auch schon mit Lean, das mache ich mit Kanban-Board, gut ist. Also ich würde heute alles nur noch mit agilen Methoden machen. Und ich glaube, das ist hier zu Ende gedacht, in Safe auch so. Safe füllt diese Schublade Business Agility mehr und mehr. Ja. Mit klaren Ideen, wie man ein komplettes Lean Agile Enterprise bauen kann. Ja. Und von den klaren Ideen zu Lean Agile Enterprise kommen wir zu Building the Future with AI, Big Data and Cloud. Und da ist eigentlich gar nicht der Anspruch vom Scale Data Framework jetzt jedem vorzukauen, was ist künstliche Intelligenz, wie funktioniert Big Data und wie funktioniert Cloud, sondern eher genau hier diese Anknüpfungspunkte oder die Schubladen aufzumachen, wie man das quasi sinnvoll in der Organisation von der Sicht von eher von der Betriebssystemsicht, an welcher Stelle man das andocken kann, sollte und was hilfreich ist. Genau, ich weiß noch genau, auf dem Global Safe Summit letztes Jahr hatten wir eine Eintagesveranstaltung zum Thema AI und Safe und haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Unser eine der Gedanken, nur mal ein bisschen so Salz in die Wunde zu streuseln, ist, naja, was heißt es denn jetzt, wenn eine AI mitprogrammiert im Team? Oder wenn so eine AI den Scrum Master ersetzt? Ja, also was für Konsequenzen hat die Nutzung von Artificial Intelligence eigentlich auf Rollen, auf Prozesse, die so ein Safe ja darstellt? Ja, also das wird noch super spannend werden. Ja. Gut, und dann wären wir beim letzten Punkt angekommen, Delivering Better Outcomes with Measure and Grow and OKRs. Und da haben wir beide ja schon in wohlwissender Voraussicht schon so ein paar Sessions gemacht mit heiße neue Artikel willkommen, wo wir darauf hingewiesen haben, dass die Nutzung von OKRs im Safe inzwischen sehr viel eingebetteter stattfindet. Ja? Und das ist letztlich genau das, dass man nämlich dieses Thema Measure and Grow auf der einen Seite mit Assessments vorgehen und wachsen und auf der anderen Seite aber halt auch Missionen, Ziele vorgeben, Visionen vorgeben. Ja. Mit OKRs, dass man das sehr schön verheiraten kann. Und darum geht es in dem Artikel nochmal. Das wird also das, was wir jetzt eigentlich schon mal erzählt haben, wird dann nochmal zusammengefasst, nochmal auf den Punkt gebracht. Und ja, ganz schön eigentlich. Ja, das stimmt. Man könnte eigentlich auch behaupten, dass das Scale Data Framework da ein bisschen Unordnung hatte in der 5.1er Version noch. Ja. Weil da war hier Measure and Grow, war hier oben, dann war hier ein Metrik-Artikel. Ja, ja, genau. Das war alles so ein bisschen unrein. Und das ist jetzt eigentlich ziemlich schön zusammengebracht unter einem Measure and Grow-Artikel. Alles zusammen. Outcome, absolut. Flow und Competency. Absolut. Sehr schön. Also sehr. So, wenn du magst, mach dann nochmal ganz kurz einen Cliffhanger. Zeig unten mal nochmal die einzelnen Elemente, weil die werden wir da jetzt dann ansprechen. Das sind die 6. Und Achtung, ganz rechts vielleicht. Für alle die, beantworten wir noch die, was ist die Antwort auf alle Fragen, war das, oder? Also das Kleingrümpel, was dann noch so, das sind noch ganz viele kleine, schöne Sachen. Und da würden wir ganz am Schluss nochmal, müsst ihr aber die vorher alle anhören, ganz am Schluss nochmal auf die Theme 42 gehen. Ich habe ja heute eigentlich gesagt, Area 51, aber okay, alles gut. Ich finde das als Antwort auf alle Fragen auch nicht schlecht. Also wir werden das in den nächsten Sessions da mal durchgehen, werden euch ein bisschen informieren, was es da neu ist. Und zwar auch wieder an Bildern. Achtung, es gibt natürlich einen Artikel. Und ihr könnt auch den Artikel lesen, ihr könnt euch auch zertifizieren lassen. Also ihr könnt auch von der 5.1 auf die 6.0 hochgehen. Auch das geht natürlich. Und das heißt, es gibt da ganz viele Hilfsmittel, sich mit der neuen 6.0 zu beschäftigen. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Sessions und auf euer Feedback. Genau. Dankeschön. Tschüss. Ciao zusammen. Ja.